Ich weiß, Sie haben was gegen Anderson General, aber die Agency unterliegt nicht Ihrer Zuständigkeit und ich frage hier nicht. Um der Mission willen bin ich bereit, meine persönlichen Gefühle beiseite zu legen. Wir sitzen hier auf einer Zeitbombe. Lassen Sie uns den Scheiß ignorieren. Okay. Merinov ist wieder aktiv. Dieses Foto wurde vor 24 Stunden an einer privaten Landebahn in Kaschmir aufgenommen. Er ist in Richtung Norden los, um sich mit diesem Mann, Abdel Ahmed Hassan, zu treffen. Hassan ist der Käufer, auf den Merinov gewartet hat. Ein gefährlicher Irrer mit Familienvermögen und einer Faszination für biologische Waffen. Der Übergabeort ist im umstrittenen Grenzbereich. Die Höhe und das Gelände schließen einen normalen Angriff aus. Sie und Anderson werden vor dem Angriff infiltrieren, beide Hauptziele und das Paket identifizieren und alles für die Delta-Jungs im Auge behalten, wenn es losgeht. Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht, Agent. Holen Sie Ihren Mann aus dem Bunker. Aber eine faire Warnung, wenn Sie das vermasseln, brauchen Sie nicht mehr zurückzukommen. Sieht gemütlich aus. Die sollen hier auch Kabelfernsehen haben. Nur den Teleshopping-Sender. Ach, tatsächlich? Bereit für einen Tapetenwechsel? Kommt ganz drauf an, was du damit meinst. Wie wär's mit Merinovs Gesicht? Ganz groß im Fadenkreuz. Merinov hat einen neuen Deal für die B-Waffe klargemacht. Die Übergabe soll in Nepal stattfinden, direkt hinter der indischen Grenze. Der Käufer ist ein fundamentalistischer Warlord aus Kaschmir. Wir vermuten, er hat Pläne, die B-Waffe im umkämpften Grenzgebiet zwischen Indien und Pakistan einzusetzen. Dann gibt's Krieg. Ja, und Merinov wird reich, indem er beide Seiten mit Waffen beliefert. Dieser Abschaum. Vila freut es sich ja nicht, dass du zu mir gekommen bist. Tut es nicht. Ist auch nicht wichtig. Tja, Anderson. Wir beide wissen, dass ich dir mehr schulde als eine Chance darauf, dir in der dritten Welt den Kopf wegpusten zu lassen. Ich habe in Washington um ein paar Gefallen gebeten. Deine Anhörung wurde offiziell ausgesetzt. Wir kriegen keine zweite Chance auf Merinov. Wenn der Deal abgeschlossen ist, taucht ihr für immer unter. Lassen wir unsere alten Freunde nicht länger warten. Mehrere Kontakte im Dorf. Wir haben 5, 10. Eine Menge. Es ist klar, dass Merinov dieses Mal keine Risiken eingehen will. Er will wohl auch keine Kugel in den Kopf, aber die bekommt er trotzdem. Ja, verstanden. Eins nach dem anderen. Wir brauchen verlässliche Informationen über die Lage der Biowaffe. Merinov ist sicher dort. Schlechte Sichtverhältnisse sind unser Vorteil. Lasst uns abhauen. Mir ist an. Die Sache nimmt heute ein Ende. Okay, lass uns weiter. Zu ruhig hier, gefällt mir gar nicht. Ja, und ich sag dir warum. Ich sehe einige Typen vor dir. Durchschleichen ist diesmal echt nicht drin. Du denkst an einen Angriff aus dem Hinterhalt? Tja, da müssen wir rüber. Ich feuere auf dein Zeichen. Ziel eliminiert. Ich
Kaiser 3-2, unsere fliegenden Spione zeigen Waffenabsetzungen im Einsatzbereich. Missionsstatus bestätigt. Over. Wir sind in eine Blockade gelaufen, Uniform. Die einzige Option war, einen Stock ins Bienennest zu stoßen. Mission läuft noch. Muss ich Sie erinnern, Agent Diaz, was letztes Mal passierte, als alles schief lief? Ich riskiere nichts. Mirgenov ist uns wieder einen Schritt voraus. Diese Draufgänger-Attitüde. Uniform, ich höre nur Rauschen. Ich kann nichts verstehen. Bites Ward. Und tschüss. Ich checke die Umgebung von diesem Punkt aus. Du gehst vorwärts. Cole, ich sehe vor uns ein paar verteilte Posten und die sind gut geschützt. Lass dich von denen nicht rund machen. انتبهوا لم أعد أراه Fahrzeug auf 12 Uhr. Links ducken zum Gebäude. Umgehe die Ziele im Hof. الهدف
Er sucht das Gebiet ab. Versteckt euch! Bleibt dort, bis er weg ist. Alles frei. Auf geht's. Scharfschützen haben in beiden Türmen Position bezogen. Müssen uns erst um sie kümmern. Verstanden. Zeig auf sie. Scharfschütze rechter Turm, Erdgeschoss. 450 Meter bis zum Ziel. Ich sehe. Mittlerer Turm, Obergeschoss. Entfernung 550 Meter. Ziel in Sicht. Er duckt sich. Der letzte ist weiter weg. Lass dir Zeit. 820 Meter entfernt. Dritter. Er ist tot. Alles frei. Scheinwerfer auf 12 Uhr auf der Brücke. Nicht ins Licht gehen. Wartet ab. Und jetzt los. Hinter die Mauer. Entdeckung. Nicht rühren. Wir sind gefährlich nah dran. Lass den Suchscheinwerfer nie aus den Augen. Mir nach. Folge mir. Okay, gehen wir durch den Tunnel. Das möchte ich hören. للمباراة على راديو أنتون لقد راهنت بأموال عليها عملت الأغراف انسى إنه مهووس بالرسميات
لا يستخدم أجهزته أبداً إلا لإرسال البلاغات. لكني سمعت أيضاً أنه جبان. بإمكاني أن أتفاوض معه. مفاوضات عنيفة. اللعنة، يبدو أنك فعلاً مدمن للقمار، أليس ذلك؟ اسمه استثمار. Perfekt, ein Gebäude mit einer Antenne. Danach suchen wir. Okay, genug geplaudert. Wieder gleichzeitig. Zwei Kerle oben, direkt übereinander. Mach beide platt. Anderson, folge mir. Wir sichten noch ein paar Ziele. Auf mein Kommando. Erste Markierung, Veranda, Ostseite. Scharfschützen oben kriegen wir jetzt. Erwischt ihn. Mist, so viel in Sachen Heimlichkeit. Wir wurden entdeckt. Angreifen. So schön sagt, lass die Spiele beginnen. Der Anzeigetafel zufolge liegen wir schon vorne. Großspuriger Hurensohn. Okay, weiter. Vorsichtig. Ich sehe den Kommunikationsaußenposten. Wir sind nah dran. Zwei Ziele vor uns. Ich den linken, du den rechten. Muss das Kommunikationszentrum sein bei der fetten Antenne. Da muss es Informationen über die Transaktion geben. Wir müssen den Operator verhören. Am besten machen wir die Good Cop, Bad Cop Nummer. Was hältst du? Eagle One, hier ist Dispatch. Alle Sektoren berichten. Hier ist Eagle One. Sektor 3 ist grün. Nichts Ungewöhnliches. Eagle One, wir haben keine Verbindung zu Außenposten Alpha. Könnt ihr jemanden hinschicken?
Hör gut zu. Was du in den nächsten Sekunden tust, entscheide darüber, ob du lebst oder stirbst. Hast du verstanden? Fahr zur Hölle, armes Schwein! Du bist tot! Das ist aber nicht nett. Wo wird die Transaktion stattfinden? Ich weiß es nicht. Wie du willst. Stopp, nicht schießen! Ich weiß nur, dass man nur mit einem Boot dahin kommt. Lass den Scheiß. Bitte, mehr weiß ich nicht. Ich schwöre, beim Leben meiner Kinder. Diaz, such nach einem Boot. Ich werde diesen Typen jetzt bearbeiten, bis er redet. Alles klar, aber knebel ihn, damit er nicht so schreit. Okay, okay. Die zahlen mir nicht genug für diesen Scheiß. Sucht nach einem verlassenen Kloster. Ihr gelangt über den Fluss dorthin. Aber erst müsst ihr durch die Höhlen kommen. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre. Das ist schon besser. Und jetzt schon gute Nacht. Thank you.